Hallo liebe Mitglieder, Fans, Sympathisanten, Partner, Sponsoren, Trainer, Spieler des SV Gorgast Manchno. Mein Name ist Holger Scholze, ich bin der Präsident der SG Dynamo Dresden und wir wollen euch zur Saisoneröffnung quasi von einem Traditionsverein zum anderen Traditionsverein, denn ihr seid ja sogar noch älter als wir, die allerherzigsten Grüße schicken. Vor 2 Jahren hattet ihr euer großes Vereinsjubiläum, 70 Jahre habt ihr auf dem Buckel, das muss man auch erstmal schaffen. Wir drücken euch weiterhin ganz fest die Daumen, nicht nur beim Spielbetrieb der ersten Männermannschaft, sondern auch für alle anderen Mannschaften. Und natürlich bekannt seid ihr für eure hervorragende Nachwuchsarbeit. Und auch dafür wünschen wir euch weiterhin für die Zukunft ganz viel Erfolg. Dies sage ich im Namen unseres gesamten Vereins, all unserer Mitglieder, mehr als 23.000 haben wir und natürlich unzählige Fans. Und ich weiß, dass auch im Oderbruch natürlich viele Dynamo-Sympathisanten unterwegs sind. Dynamoland ist groß, das wissen wir und deswegen gehen die Grüße natürlich in erster Linie auch an die Dynamo-Fans, aber auch an all die anderen Fußballfreunde, deren Herz für einen anderen Verein schlagen sollte. Denn eines vereint uns natürlich, das ist die Liebe zu diesem Sport und das ist natürlich auch die große Freude am Fußball. Und einen, der den Fußball natürlich verkörpert wie kaum ein zweiter, einen 100-fachen Nationalspieler, einen Ehrenspielführer von Dynamo Dresden, einen, der 3-mal in der DDR Fußballer des Jahres war und zu den ganz, ganz wenigen Ausnahmespielern gehört, die in die Hall of Fame des deutschen Fußballs aufgenommen wurden. Dixi Dörner habe ich jetzt hier bei uns und er will auch noch ein paar Worte zu euch sprechen. Dixi, jetzt bist du dran. Ja, hallo. Ich wünsche euch für die neue Saison alles, alles Gute. Bleibt voll am Ball, alle Mitglieder, alle Fußballspieler, die ihr habt. In der schwierigen Zeit weiß ich selber, wie schwierig das ist, aber ihr schafft das. Alles Gute für euch. Alles Gute, viele Grüße und vielleicht sehen wir uns ja irgendwann mal persönlich. Vielleicht sogar zu einem Spiel hier bei uns im Rudolf-Habig-Stadion. Es würde uns freuen. Ciao. Ciao.